Wann war das letzte Mal, als du einfach mal alles abgeschaltet hast? Wo du alle Ablenkungen ausgeblendet hast und einfach nur allein mit dir und deinen Gedanken warst? Unser Gehirn ist nonstop am Konsumieren. Wir schauen etwas, während wir essen. Wir hören etwas, während wir lernen. Wenn wir die Wohnung aufräumen, läuft im Hintergrund ein Podcast. Sogar wenn wir aufs Klo gehen, nehmen wir unser Handy mit, um uns auch dort zu stimulieren. Wir sind alle süchtig nach Informationen, nach neuen Informationen. Wir haben Angst, etwas zu verpassen. Und dieser Informationsfluss hört nie auf. Unser Gehirn wird so überlastet, dass wir nicht klar denken können. Wir können uns nicht auf Aufgaben konzentrieren, die langweilig sind, aber trotzdem erledigt werden müssen. Wenn wir ständig neuen Content konsumieren, auch wenn er hilfreich ist, nehmen wir unserem Gehirn die Zeit, alles richtig zu sortieren. Es ist wie ein alter Keller, in dem du niemals etwas finden wirst, weil alles völlig durcheinander ist. So ungefähr sieht deine Gedankenwelt aus. Eine weitere Konsequenz von Informationsüberfluss ist, dass du nicht ins Handeln kommst. Und die Erklärung dafür ist ganz einfach. Wenn du dir nonstop neuen Content anschaust, gibst du deinem Gehirn das Zeichen, dass du bereits etwas gemacht hast. Warum? Ja, normalerweise ist es so. Du setzt dir ein Ziel, du machst die nötige Arbeit dafür und du erreichst dein Ziel. Das Erreichen des Ziels löst in deinem Gehirn Dopamin aus. Dopamin ist die Belohnung für deine Arbeit. Jeden Tag etwas von deiner Liste abzuhaken, stärkt außerdem dein Selbstbewusstsein. Und das enorm. Aber die Realität sieht leider ganz anders aus. Den Dopaminkick, den du sonst bekommst, wenn du deine Aufgabe erledigt hast, bekommst du heute, wenn du Content konsumierst. Dann schaust du dir ein YouTube-Video an und du hast ein, zwei Aha-Momente und denkst dir, wow, jetzt habe ich alles, was ich brauche, um mein Ziel zu erreichen. Dein Körper stößt Dopamin aus. Du bist motiviert und voller Euphorie. Was passiert danach? Nichts. Es passiert gar nichts. Denn dein Gehirn hat bereits Dopamin ausgeschüttet, als du das YouTube-Video geschaut hast. Dir fehlt der Antrieb, jetzt noch in die Umsetzung zu gehen. Und das Schlimme ist, so sabotierst du dich jedes Mal, wenn du neue Informationen aufnimmst. Es fühlt sich zwar so an, als würde sich etwas ändern, aber in Wahrheit passiert nichts. Stell dir vor, du würdest dein Gehalt bekommen, ohne dafür arbeiten zu müssen. Würdest du noch jeden Morgen aufstehen und zur Arbeit fahren? Wahrscheinlich nicht. Was musst du also tun, um mit dem Grübeln und Nachdenken aufzuhören und sofort in die Umsetzung zu kommen? Was du brauchst, ist das richtige Content-Umsetzungsverhältnis. Was meine ich damit? Neue Informationen bringen dir nichts, wenn sie nur in deinem Kopf bleiben. Im Gegenteil, sie können dir sogar schaden. Nimm dir deshalb nach jedem YouTube-Video oder Podcast kurz 5 Minuten Zeit und öffne deine Notiz-App. Oder nimm dir ein Blatt Papier zur Hand. Stell dir folgende 3 Fragen. Erstens, was habe ich gelernt? Zweitens, was werde ich davon umsetzen? Und drittens, wann werde ich es umsetzen? Diese 5 Minuten können einen riesigen Einfluss auf die nächsten 5 Jahre haben. Du lässt dich nicht mehr von neuem Content berieseln, sondern beschäftigst dich gleich mit der Umsetzung. Dadurch werden dir sofort Ideen kommen, wie du das Gelernte umsetzen kannst. Durch das direkte Handeln steigt außerdem dein Selbstvertrauen. Du wirst immer stärker in der Umsetzung und kannst dir immer größere Ziele stecken. Es ist wie eine Lawine. Du brauchst etwas, um ins Rollen zu kommen, aber bist du einmal drin, bist du nicht mehr aufzuhalten. Es klingt so einfach. Und das ist es auch. Aber kaum jemand macht es. Weil wir Menschen immer dem nächsten Dopaminkick hinterherjagen. Und wenn du dich gerade selbst dabei erwischt, wie du schon nach dem nächsten Video schaust, öffne deine Notiz-App auf deinem Handy und beantworte dir die 3 Fragen. Und weil es so unglaublich wichtig ist, muss ich es nochmal betonen. Selbstbewusstsein geht mit Umsetzung Hand in Hand. Jemand, der umsetzt, wird immer ein starkes Selbstbewusstsein haben. Und denk dran, sharing is caring. Teile dieses Video mit jemandem, dem es auch helfen kann und gib dem Ganzen einen Daumen nach oben, damit ich weiß, dass es dir geholfen hat. Das war's von mir, deinem Dennis, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.